Ja, darf ich raus? Ach da! Hallo. Also, mein Freund, man sagte mir, Sie leiden unter Amnesie? Ja. Zu Befehl, Colonel! Halt den Mund! Seien Sie beruhigt. Plain Rock ist mit einer ausgezeichneten Neurologiestation gesegnet. Plain Rock, ah ja. Und? Hat er gesprochen? Geduld, er ist gerade erst zu sich gekommen. Nummer 1 möchte die Namen seiner Komplizen. Dieser Betrüger Nummer 17 ist vielleicht nicht der Einzige, der die Gruppe unterwandert hat. Untersucht auch seinen Brustkorb und sagt mir, ob ihr Spuren der 3 Kugeln findet, die ich ihm verpasst habe. Ich bekomme langsam Zweifel, was die Identität dieses Mannes betrifft. Ich kümmere mich sofort darum. Spritzt ihn ab und bringt ihn zu mir. Och nö. Ich dachte schon, ich wäre in Shutter Island gelandet hier. Nö, bitte nicht. Kein Wasserschlauch. Checkpoint erreicht. Speichern wir mal eben nochmal schnell. Muss mal eben sein. Kostet ja nichts, ne? Höchstens eure Zeit. Aber das ist mir gerade ein bisschen egal. Nein. Aber ich habe aber keine Lust, diese ganze Videosequenz nochmal anzugucken und hast ja nicht gesehen. So. Keine abrupten Bewegungen, klar? Ja, ja. Zu Befehl! Ja, ja. Folgen Sie den Wachen, um Stockschläge zu vermeiden. Okay. Was soll das denn? Nur weil du nicht weitergehst, schlägst du mich, oder was? Penner. Ich hab gleich Energie verloren hier. Die Treppe runter! Ja, sehe ich. Dr. Jameson wird in Zimmer 11 erwartet. Ja, nu? Hallo? Wenn ich jetzt zu nah an dich rangehe, haust du mich wieder, ne? Das. Du sollst mir den Soldaten bringen. Befehl von Dr. Johansson. Derek und Jerry werden enttäuscht sein. Was stimmt nicht mit ihm? Schon okay. Du glücklicher Bastard hast den ganzen Badesaal für dich allein. Danke. Ich hasse sowieso Gemeinschaftsduschen, von daher kommt mir das ganz recht. Darf ich jetzt da rein? Los jetzt! Penner. Mach die Tür zu. Darf ich nicht. Na toll. Ja, dann gucken wir mal, wie wir hier abhauen können, wa? Oh, erstmal Schränke öffnen? Darf ich nicht. Gut. Okay, eine Flasche können wir nehmen. Schon mal nicht verkehrt. Verzeihung. Da ist eine Tür, die ist wahrscheinlich zu. Ja, natürlich. Und die Schränke sind auch alle zu. Ich halte mal Ausschau nach einem Lüftungsschacht. Ich glaube, das ist mal ganz sinnvoll. Aber ich sehe auch keinen Lüftungsschacht. Zumindest bis jetzt nicht. Sind diese Schränke alle zu? Ja. Feuerlöscher. Also mit dieser, die ist auch verschlossen. Oder ich hatte die schon. Ach, das ist die Eingangstür gewesen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, da oben zum Beispiel, da ist doch was zum Reinkrabbeln. Frage ist, wie kommen wir da oben hin? Das war, glaube ich, nicht ganz so einfach. Hier könnte man zum Beispiel auf das Waschbecken draufspringen, aber das bringt mir herzlich wenig. Wie geht das? Da könnte man auf die Schränke... Da komme ich aber so einfach nicht drauf. Ich könnte hier auf die Tische, ja. Aber von den Tischen aus könnte ich vielleicht da drauf? Das klappt auch. Aber so komme ich noch nicht da hoch. Ma. Wir könnten da... Nein, das hat auch keinen Sinn. Wo ist denn hier? Hast du das gesehen, Derek? Was? Der ist noch ganz frisch. Komm her, Kleiner. Lass ihn mir. Du kannst ihn später haben. So.
Ja, der hat ganz viel ausgehalten. Schlüssel! Ha! So einfach kann das manchmal gehen. Dann nehmen wir diese Tür hier. Kate, ja, sehr schick. Besen, ja, nehmen wir mal einen Besen mit. Warum nicht? So, eben gucken. Hier ist doch bestimmt irgendwas hinter. Da sind noch Flaschen. Aha. So, hier können wir jetzt rauskrabbeln. Mit dem Besen nach oben haltend. Das ist cool. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie auf diesen Schächten lang balancieren. Hallo? Darf ich da hoch? Danke. So. Irgendwo kommen wir doch zu diesem anderen Lüftungsschacht, den ich schon gesehen habe. Da hinten zum Beispiel. Ist hier ein Loch? Nee, da kann ich lang gehen. Ach, das ist so eine tolle Stelle gewesen hier. Ich weiß das noch. Oh. Wenn man hier einmal runterfällt, ist wieder alles kacke. Wieso kann ich das nicht öffnen? Darf ich nicht öffnen? Scheiße. Na gut. Aber irgendwo war hier ein Schacht, wo man weiter kann. Und irgendwo muss man noch so ganz blöd runterspringen. Oh nee, da muss ich rüber, ne? Oh Gott, das hasse ich. Es hat geklappt. Hohohohohoho. So. Den hatte ich noch nicht. Oh, was haben wir denn da? Das ist die andere Seite von dem, was wir eben hatten. Ja, komm. Jetzt habe ich das kaputt gekloppt. Ich wollte das hinnehmen. Nein. Das ist nämlich ein Stein. Toll. Das war noch so eine Art Ninja-Sterne hier, ne? Oder so sah das jedenfalls aus. Oder war das eher Wurfmesser? La 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 la. Na, immerhin haben wir einen Backstein in der Hand. Damit können wir einem auch ordentlich einen auf den Kopf hauen. So. Na toll. Ja, die ist doch gut. Die nehmen wir mal. Geht das wieder los? Ich hab kein Ding. Oh Gott. Ja, komm hier rein. So, ich durchsuche mal gleich. Ich will mal eben hier. Medizin. Da haben wir doch Medizin. Das ist doch schon mal gut. Das ist einfach nur Gedöns. Backstein. Das ist aber ein Schrank, den ich wieder nicht öffnen darf. Da ist ein Besen. Da haben wir noch ein bisschen Munition. Oder soll ich notfalls einen Besen mitnehmen? Was haben wir hier noch? Ein Klo. Könnten wir auch lang. Jo, hier lang gucken. Blocki. Okay, und wo geht's unten lang? Darf ich da auch lang oder was? Habe ich jetzt eine gewisse Anzahl von Schlüsseln, die ich mir einteilen muss? Ne, da darf ich gar nicht lang. Gut. Ja, komm, wir nehmen für Notfall mal einen Besen mit, oder? Also jetzt bin ich dran vorbeigelatscht, auch gut. Checkpoint erreicht. Hört sich gut an. Speichern wir. Checkpoints sind immer ein Fortschritt. Und deswegen speichern wir ab. So. Tap, tap, tap. Wo ist er? Steine. Anscheinend haben wir genug Schlüssel. Ja. Obwohl, Messer werfen wäre auch mal ganz geil, so, ne? Ich bin hier einmal im Pudding gelatscht, wie es aussieht. Ist aber nicht so schlimm. Gehen wir mal... Ah. Ja, komm ruhig hierher. Ich schmeiß dir gleich ein Messer ins Genick. Machst du die Tür auf für mich?
Da ist er! Schieß schon! Ah. Jo. Ja, würde ich auch sagen. Ach, jetzt darf ich endlich auch mal durch die Türen schießen. Oder auch nicht. Ja, das ist... Doch, darf ich. Ich kann hier nicht rein? Nee. Ja, du müsst hier schon herkommen. Gleich ist meine Munition alle. Ja, ah! Ah. Muni. Muni, Muni, Muni. Schlüssel. So, Ruhe im Karton. Apropos Karton. Bam. Aber wir müssen Munition sparen. Und das war... Oh, Muni, 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 Granaten. Ja, geil, Scharfschützengewehr. Das nehmen wir mit. Da unten liegt noch eine Granate. So. Das hört sich doch ganz gut an hier. So. Da könnte man lang... Kann man hier auch rein? Ja. Gummizellen. Da, ah. Das habe ich gesucht. Oh. Sollte es eigentlich gar nicht die Flasche kaputt machen? Na gut. Nö, ich glaube, das Scharfschützengewehr lassen wir erstmal. Oder ist das ein Prezi? Warte mal. Das ist schon ein Scharfschützengewehr. Hat aber auch nur 10 Schuss. Ich bleibe erstmal bei unserer Knarre, auch wenn ich nur 5 Schuss habe. Das ist natürlich nicht sehr viel. Deswegen nehmen wir uns doch nochmal ein Fläschchen mit hier. Komm. So. Ach Mensch, wieso kannst du die Tür nicht öffnen? Habe ich jetzt noch irgendwas... An Stuhl. So, erstmal die und dann das Stuhl. So. Kann man hier. Kann man in die ganzen Zellen reingehen? Nee. Block irgendwas. Den kann ich jetzt wiederum drücken, ohne den Stuhl kaputt zu machen. Das ist natürlich eine starke, ja. Eine starke Stimme. Da ist der Mann ohne Gedächtnis! Ja. Und du bist der Mann ohne Leben. Oh Gott. Was soll das denn? Ja, jetzt bin ich tot. Ja, so können wir das nicht machen. Da muss ich mit etwas mehr Bedacht rangehen. Okay. Erneut versuchen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ja. Gut, wir haben ja unsere Sniper mit 10 Schuss. Also muss ich mich da so ein bisschen mit durchtasten, wahrscheinlich. Das Wurfmesser hätten wir vielleicht uns auch aufschonen können. Ja, mal sehen. Okay. Fliegen Sie aus dem Sicherheitstrakt, ist klar. Oder nehmen wir das Messer direkt. Das haben wir schon mal direkt verschwendet. So, komm her. Da ist er! Schieß! Alarm in Stockwerk 1. Ein Patient ist ausgebrochen. Er ist extrem gefährlich. Sofort schießen! Geh nur mal rauf. Ruhig hier rein. Ich habe die Tür extra für dich aufgemacht.